Veränderungen. Ich möchte heute gerne über Veränderungen reden. Es gibt ja negative Veränderungen, aber auch positive Veränderungen. Aber wir Menschen wollen am liebsten gar keine Veränderungen haben, denn wir wollen, dass alles so läuft wie gewohnt. Wir haben unser System und da fühlen wir uns am wohlsten. Aber wenn Veränderungen anstehen, dann wünschten wir, dass alles so läuft, dass wir es geplant haben können. Da zählt zum Beispiel die Geburt eines Kindes dazu. Dann wollen wir einen Kinderwagen schon organisiert haben, Kleider besorgt haben, Windeln und so weiter. Oder wenn wir einen Umzug vor uns haben, dann muss schon alles von A bis Z durchorganisiert sein. Oder wenn ein neues Schuljahr anliegt oder wir die Schule wechseln oder einen neuen Studienort haben, dann haben wir gewisse Sachen schon mal vorbereitet. Aber gegen ungeplante Veränderungen, ja, da sind wir machtlos. Das macht uns Angst, das bereitet uns Sorgen, weil wir mit diesen nicht umgehen können, weil wir nicht wissen, was auf uns zukommen wird. Zum Beispiel die Corona-Pandemie. Wir wussten nicht, was auf uns zukommen wird und wir wissen auch nicht, wie es noch weiterlaufen wird, was auch mit Impfstoff noch kommen wird. Und das bereitet uns Kummer und das macht uns Angst. Ich möchte aber über eine positive, ja, angekündigte, aber zugleich auch unangekündigte Veränderung reden, nämlich Weihnachten. Die Propheten hatten Weihnachten, dass Gott zu uns Menschen kommen wird, schon lange angekündigt. Aber trotzdem ist, was da in der Nacht von Bethlehem passiert ist, das wirkte sehr unangekündigt. Die Leute waren sowas von überrascht. Und es hat die Welt verändert. Zum Positiven. Gott kam auf die Welt, um uns zu versöhnen, um uns Menschen zu retten von unserer Schuld. Er kam zu den Menschen und war dadurch ganz nahe. Advent bedeutet ja, Gott kommt zu uns Menschen, er ist uns nahe, er möchte in unser Herz einziehen. Das ist eine tolle Botschaft, gerade in nicht so leichte Zeiten, wie wir sie gerade im Moment durch die Corona-Pandemie durchmachen. Aber wir dürfen gewiss sein, dass diese Botschaft Gottes, dass er uns nahe ist, dass diese Botschaft heute gilt, dass die morgen gilt und für alle Zeit, egal was kommen wird, sie wird sich nie verändern. Und damit wünsche ich Ihnen noch eine schöne restliche Adventszeit und schon einmal frohe gesegnete Weihnachten. Thank you.